Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unserer Landwirtschaft in 2021. Heute ist der 18.02. Donnerstag. Ja, die Vegetation, könnte man denken, ist schon angesprungen. Ganz so weit ist es noch nie. Wir befinden uns hier auf einem Rapsschlag. Der ist, wie man auch sehen kann, in weiter Reihe gestellt. Strip Tillage mit Kläden gedrillt. Und 33 cm Reihenabstand kann man hier ganz gut erkennen. Das, was man dann auch gut sieht, ist, ja, der Schnee ist weg. Und da stellt sich für mich natürlich dann die Frage, was gibt es denn jetzt zu tun? Die Wettervorhersage sagt richtig wüchsiges, warmes Wetter bis zu 18 Grad Celsius an nächste Woche. Also es ist doch davon auszugehen, dass der letzte Schnee ohne wegtaut. Und dass dann auch vielleicht schon ein paar Insekten fliegen, aber das will ich heute nie mit euch besprechen, sondern mir geht es um das ganze Thema Düngebedarfsermittlung und N-Min-Gehalte zu bestimmen. Und da ist es so, wenn wir uns hier diesen Bestand angucken, dann signalisiert er uns natürlich einmal, dass er im Grunde fast nie erfroren ist, aber man sieht durchaus, die alten Blätter sind vergilbt. Die Pflanze hat also versucht, die alten Blätter leer zu saugen und in die Kraft in die neuen reinzustecken. Man sieht auch hier noch das Strohmaterial. Also insgesamt kann man davon ausgehen, dass dieser Bestand hier auch N-Min-mäßig niedrig ist. Und das ist auch genau das, was mir die Betriebe sagen, mit denen ich bis jetzt gesprochen habe, die schon N-Min-Proben am 20. Januar oder bis 25. Januar, also vor der zweiten Schneefallwelle, gezogen haben. Da kam die Aussage, wir haben N-Min-Werte, die sind niedrig bis normal. Das Einzige, was wieder auffällt, ist, dass es unter Hackfrüchten oder nach Hackfrüchten, Mais, Kartoffeln, Rüben wieder etwas höhere Werte gibt. Aber ansonsten nach Getreidevorfrucht, auch bei Raps, auch mit Gülledüngung, das hat der Raps alles aufnehmen können und hat das gebunden und hat das auch verbraucht, wie man hier sehen kann, ganz eindrucksvoll. Also, meine Botschaft ist, wer jetzt noch keine Proben gezogen hat, ich weiß, es ist erst Mitte Februar und ich weiß auch, dass man da noch Zeit hat, aber ich will euch animieren, so wie die Flächen wie hier, heute 18. Man sieht hier, der Regenwurm bewegt sich, ne? Also der ist auch schon munter und deswegen ganz klar, wenn das nächste Woche so warm wird, die Witterung springt an, wir hatten im November, Dezember wenig oder gar keine Niederschläge. Das heißt also, der Stickstoff, der da war, der ist aufgenommen worden durch die Pflanzen, dann hat nichts mehr mineralisiert und danach sind wir im Januar eingefroren bzw. lag Schnee, sodass jetzt eine Mineralisationswelle zu erwarten ist, wenn das so warm wird in den nächsten Tagen. Und das sollte man doch nie unbedingt abwarten, sondern man sollte so schnell wie möglich, also ich will nie, dass ihr mit Gummistiefeln läuft, aber ihr seht das auch bei mir, ich bin jetzt hier ein Stück ins Feld reingelaufen, ein ganzes Stück schon, und ich habe keine Gummistiefel gebraucht und an meinen Fußsohlen klebt auch nichts. Also das will ich euch ganz klar signalisieren. So wie die Flächen normal zu betreten sind, zieht bitte die N-Min-Proben, weil meine Vorahnung, wir haben jetzt die niedrigsten Werte, die wir kriegen können. Die Auswaschung, die es gegeben hat oder geben konnte, die hat es jetzt gegeben. Zumindest sind die Nährstoffe ein bisschen tiefer verlagert. Das können wir jetzt also gut und gerne bestimmen. Das ist der erste Punkt. Ich denke, dass wir jetzt niedrige N-Min-Werte haben werden. Der zweite Punkt ist, wenn wir das jetzt machen, dann haben wir auch die Gewähr, dass wir vielleicht noch mit die Ersten sind, die im Labor ankommen. Denn wenn dann alle ihre Proben abgeben, wird es sich dort auch wieder ein bisschen stauen. Und der dritte Punkt ist natürlich, wenn wir solche Bestände sehen, dann können wir auch ganz klar sagen, solche Bestände brauchen dann, wenn das anhaltend so wüchsig und warm bleibt, dann natürlich auch Nährstoffe. Und das ist nicht bloß eine Pflanze, die ich mir ausgesucht habe, sondern es ist eben immer wieder zu sehen, dass die alten Blätter leer sind. Ne? Also ganz klar, solche Bestände brauchen dann, wenn das Wetter so warm wird, auch Unterstützung, dass die wieder Nährstoffe bekommen, weil der Bestand leer ist. Und jetzt werde ich mal eine Pflanze ziehen, habe ich nie vorbereitet. Aber wenn man das sieht, auch dieser Bestand ist eben exemplarisch, so wie es sein soll. Dieser Bestand, der ist so tief drinne und hat sich dann auch die Nährstoffe geholt. Also ihr könnt schon durchaus davon ausgehen, dass dieser Bestand auch gezogen hat, wie alle anderen Rapsbestände oder die meisten Rapsbestände auch, denke ich, die haben auch Nährstoff gezogen. Und deswegen ist es umso wichtiger, dann auch, wenn das wirklich so wüchsig bleibt, auch die Nährstoffe hinzubringen, dass er sich regenerieren kann und da
weiter wachsen kann, weil oftmals der Bestand leer ist. Also, meine Maßgabe für die nächsten Tage: wartet ab, bis der Schnee ordentlich getaut ist und bis alles reingezogen ist. Und dann sollte man nächste Woche hoch in ganz normalen Abschnitten Raps, Gerste und vielleicht erste Weizen in Minnproben ziehen, um wirklich möglichst frühzeitig erstens niedrige Minngehalte vorzufinden, weil im Haus im Herbst ist der Boden leer. Und zweitens, wir hatten jetzt die Auswaschung, die es geben konnte, die haben wir jetzt gesehen. Also ist jetzt, wirklich jetzt, der günstigste Zeitpunkt, um in Minnproben zu ziehen. Und wenn wir dann ein Ergebnis haben, machen wir die Düngerbedarfsermittlung und streuen dann auch im Verlauf der nächsten 14 Tage auch den Dünger im Raps und vielleicht auch hier und da an der ersten Gerste, um dort keinen Abriss zu bekommen. Und wenn natürlich Bestände da sind, die eine unheimliche Gülle-Nachlieferung haben und in Minnwerte anzeigen, dass ich noch nicht düngen brauche, dann habe ich vielleicht auch Zeit und warte noch ein bisschen ab, weil ich natürlich kein Kraut produzieren will. Aber ich denke, in vielen Bereichen sehen wir jetzt aktuell genau dieses Bild und deswegen bin ich der Meinung, jetzt ist der Zeitpunkt, um in Minnproben zu ziehen und dann auch weitere Schlüsse zu ziehen. Also, ich wünsche euch frohes Schaffen und ja, frohen Mut auch in diesen Tagen. Bleibt gesund und wir hoffen, dass aus diesen Beständen auch was Gescheites wachsen wird. Bis zum nächsten Mal, euer Stefan.